Glaubst du, dass du gut im Erraten von Filmen bist? Denn wir versuchen heute mit Einfach Gustav Filme und Serien in Minecraft zu erraten. Das heißt, Einfach Gustav und ich werden 5 Filme jeweils bauen, um dann nach 5 Minuten Bauzeit zu versuchen, den Film von dem jeweils anderen zu erraten. Wir sind jetzt im Game und Einfach Gustav ist auch schon da. Ja, hier ist der Mann und wir würden jetzt eigentlich mal anfangen, würde ich sagen. Was geht da? Alter, cool. Minecraft geht. Okay. Du gehst auf deine Seite, ich gehe auf meine Seite. Alter, hier sind sogar Sichtschütze, ne? Ich wollte nur sagen. Okay. Das ist so stark. Ich kann hier nicht durchschauen. Ich weiß nicht, was wirklich. Man kann voll durchgucken. Okay, ich versuche es nicht zu machen. Wir würden starten. Denn 3, 2, 3, 2, 1, go! Zuerst habe ich mir eine Serie ausgesucht. Hier versuche ich, das Haus im Hintergrund nachzubauen. Und dann im Vordergrund die ganze zugehörige Familie. Vielleicht können sich schon manche von euch vorstellen, was das hier wird. Ihr seht gerade auch im Hintergrund die Stufe Hellgrün. Also Stufe 1. Es gibt insgesamt 5 Stufen, die wir bauen werden, bei denen die Filme immer seltener und schwieriger werden. Und während ich hier gerade meine Minecraft-Kunst fabriziere, baut Gustav auch seinen Film. Wenn ich Gustavs Film errate, bekomme ich einen Punkt. Und wenn Gustav meinen Film errät, bekommt er einen Punkt. Okay, Freunde, wir sind fertig. Das ist mein Ergebnis. Okay, perfekt. Gustav? Ja. Ich komme zu dir rüber, ja? Komm rüber zu mir. Okay, errate perfekt. Errate meinen Film. Was ist das denn hier? Jo, aber du hast aber ordentlich gebaut. Das ist ein Wolf. Es ist eine Straße. Oh mein Gott, warte kurz. Ich weiß nicht, ob das ein Haus aus einer Serie oder aus einem Film ist. Aber ein Gold- und ein Smaragdblock. Kann man hier reingehen? Okay, es ist sehr viel Geld. Es ist ein Wolf und ich check's. Es ist Wolf of Wall Street. Jawohl. Oh mein Gott. Nie gesehen den Film, aber ich hab's gecheckt. Sag ehrlich, wie stark? Das ist schon strong. Sehr, sehr strong. Aber ich bin stolz auf meine Idee. Der Rest wird kacke. Aber die ist gute Idee. Die gefällt mir. Okay. Okay, und jetzt musst du rüberkommen. Komm zu meinem Ort. Stark, ja, aber gut getroffen. Das erkenne ich direkt. Ja, und was sagst du? Guck mal, wir haben hier Marge mit dem blauen Haaren. Richtig. Erkenne ich natürlich direkt. Das ist Bart. Homer wollte ich ein bisschen größer und ein bisschen dicker bauen, aber irgendwie okay, sieht das sehr weird aus. Das ist Lisa und das ist Bart. Ja, genau, richtig. Stark. Und hier die Hütte erkenne ich natürlich auch direkt. Sieht genauso aus wie in der Serie. Ja, die ist aus der Serie. Alter, cool. Ich als Experte würde sagen, das sind die Simpsons. Und das ist richtig. Jawohl, es steht 1 zu 1. Jetzt kannst du rübergehen, wieder gebaut, zu dir. Gut gebaut. Auf deine Seite rübergehen. Und wir gehen 1 hoch. Okay, perfekt. Die zweite Stufe fängt an. Gustav, bist du bereit? Nein, gib mir noch eine kurze Sekunde. Okay. Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Ich bin entspannt. Okay, bin bereit. Okay, also. 3, 2, 3, 2, 1. Go! Okay, hier baue ich eine bekannte Szene aus einem sehr, sehr bekannten Film nach. Bisschen Lava da, ein bisschen Feuer hier. Und die Figuren sind auch noch wichtig. Schwerter müssen natürlich auch noch dazu, ganz wichtig. Alter, bitte sagt mir, dass ihr das erkennt. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie viele Filme ihr erraten habt. 3, 2, 1. Okay. Boah, es Alter. Wurde oh. Diesmal darfst du zuerst rüberkommen. Ich gucke mir diesmal deins zuerst an. Jetzt bin ich gespannt, Alter. Das musst du rauskriegen. Das musst du rauskriegen. Was geht ab? Endgut. Ich weiß sogar, welche Szene. Ich habe es ewig nicht mehr geschaut. Es ist auf jeden Fall... Ich sehe hier ein kleines Laserschwert, weißt du? Jawohl. Ich sehe Sif und ich sehe einen Jedi. Soll es Darth Vader sein? Ja, zu dem Zeitpunkt war es schon Darth Vader tatsächlich. Obi-Wan? Genau. Obi-Wan. Er hat sich ein bisschen verändert in seiner Statur, aber... Nein. Das ist genauso sah er im Film aus. Logge 1. Ach so. Teil 3. Ja, so richtig. Ich sag dir, meins ist kompliziert. Bei meinem musst du vielleicht... 3, 2, 1. Was ist das, Freunde? Ich glaube, wenn du es checkst, wird's krass. Also, es ist so Mangroven. Hier ist jemand, also eine Feuerdings. Es ist irgendjemand, vielleicht ein Alien. Ah, warte, da muss ich jetzt nachdenken. Okay, hier wird ein Villager gefoltert. Ganz klare Sache. Mache ich auch immer. Hier ist Gift, Mangroven, so Dschungel. Ich kann dir einen kleinen Hinweis geben, weil es wirklich schwer ist. Du kannst, okay, Hinweis. Einen Hinweis also nehme ich an. Also es sind 4 einzelne Sachen. 4 einzelne Sachen. Einmal hier, und Sand, Wüste oder so. Es bezieht sich nicht richtig auf den Film, sondern eher auf den Titel. Wieder Namen Wolf vom von Film. Wolf Street, ne? Okay. Genau. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich das zusammenstellen soll. Gar keine Reihenfolge. Keine Reihenfolge. Ich hätte auch noch 10 andere Sachen bauen können. Was? Glaubst du, ich kenne den Film? Vom Namen auf jeden Fall. Ich hätte jetzt wegen Sand und Gravel irgendwas mit Gravity Falls oder so gesagt, aber... Boah, auch stark, das wäre krass gewesen, aber das ergibt keinen Sinn mit dem anderen Stuff. Ist das Stück langsam? Warte. Natürlich, weil wenn der dich schlägt und du stirbst, also du stirbst wegen dem Wither-Effekt. Langsam. Langsam.
Der Poison, der tötet einen auch, aber langsam. Also, man erstickt im Gravel. Und der langsam. Typ hier, der Kollege, stirbt auch fucking langsam. Ja. Es ist stirb langsam. Ja. Oh mein Gott. Also, ich würde sagen, momentan, du führst, weil ich habe echt zu viele Tipps gebraucht. Ja, aber er war auch böse. Der war böse. Er kam gefährlich. Wir gehen eine Stufe weiter hoch. Es startet in 3, 2, 3, 2, 1, go. Jetzt wird's ein bisschen kniffliger, Freunde. Links wollte ich ein Wohnzimmer bauen. Ich hoffe, das sieht nicht allzu schlecht aus. Mit der Konsole, die aus irgendeinem Grund eine Säge ist. Und einem Dschungel. Da ein bisschen Bäume, ein paar Ranken und zwei Abenteurer. Ich glaube, das sollten die meisten von euch checken, oder? Kleiner Tipp, das war ein relativ bekannter Film in den letzten Jahren. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob du meins erkennst. Es ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Oh Gott. Diesmal gehe ich wieder zu dir zuerst rüber. Ja. Okay, gelb. Okay, du hast... Es ist ein Zombie-Film. Also, ich habe nie einen Zombie-Film geschaut. Maze Runner ist der einzige, den ich kenne. Maze Runner? Aber Maze Runner ist doch kein Zombie-Film. Im zweiten und dritten Film schon. Der wird Ehrlich? Zum Zombie-Film, ja. Hast du nicht die zweiten und dritten geschaut? Da kommen da richtig viele Zombies plötzlich. Hat mich auch übel verwirrt, aber... Sag erstmal, findest du, ich habe das schön gebaut? Ja, das ist ein Kunstwerk eigentlich. Es ist Szene, es ist irgendwas, es ist irgendein Film, der so ähnlich in die Richtung von Zombies geht, aber du willst mich hier nur verwirren. Du willst meine Mindgames hier. Oh, ich leid. Du hast gefragt. Ich hab geantwortet. Okay. Wirklich, du machst es komplizierter, als es ist. Wenn ich das sehe, denke ich an eine Serie. Machst du Walking Dead? Log ich ein. Oh, ist richtig. Ernsthaft? Böse. Komm mal auf meine Seite gespannt, jetzt. Ich bin gespannt. Ich dreh mich um, okay? Okay, dreh dich um. 3, 2, 1. Oh. Aber es ist wichtig, hier links und rechts, da siehst du ja auch noch, da ist ja was. Was siehst du hier? Also hier sehe ich eine Sitzecke. Genau. Ja. Ein Bücherregal und hier zu einem Bildschirm. Könnte auch eine Spielekonsole sein. Okay, und hier rechts ist halt ein Dschungel. Und ich habe so eine grobe Vermutung. Boah, ich weiß, wo ich gerade bin im Kopf. Wo? Sag. Bei Jumanji. Okay. Dann logge ich das ein. Und das ist richtig! Ja! Okay, ich sag, aber perfekt. Auch sehr gut gebaut. Sehr gut gebaut. Nice. Es geht los. Wir bauen los in 3... 2, 3, 2, 1, Start. So, jetzt wird's wirklich mies. Das ist, by the way, mein Lieblingsfilm, den ich hier gerade baue. Der ist aber schon ein bisschen älter. Vielleicht kennen ein paar von euch noch nicht. Manchmal blende ich auch dieses Auto, das ich da gerade baue, in meinen Shorts ein. Ehre an jeden, der diesen Film erkannt hat. 1, Stopp. Boah, ich hätte gerne noch was gemacht, aber ist alles gut. Boah, ich bin super zufrieden. Heavy gut. Ich bin meinem gar nicht. Okay. Komm rüber. Okay, easy, aber stark. Ich hatte es tatsächlich... Ist voll gut. Ich habe tatsächlich besser gebaut, als ich es gedacht hätte. Und das links ist doch... Hä? Seit wann bewegen die ihre Köpfe so? Also ja, wenn man mit dem, so cool. mit dem Redstone-Signal. Habe ich in meinem letzten Video gesehen. Willst. 30 Mythen testen. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, ist das jetzt rechts oben in der Infocard verlinkt. Ich sage, das hier ist der alte Knacker. Das hier ist Morty McFly. Oder Marty oder Marty, ja. Merlin oder so. Merlin McFly. Und deswegen logge ich ein Back to the Future. Und das ist richtig. Hey, zurück in die Zukunft. Alter Film, aber actually mein Lieblingsfilm. Dein Lieblingsfilm? Ja, mein Lieblingsfilm. Der erste Teil? Der erste Teil, ja. Ja, dann kannst du gerne zu mir rübergehen. Okay, dann gehe ich zu dir rüber. Ich bin ehrlich, ich habe es mir cooler vorgestellt. Ich glaube, man kann es trotzdem erkennen. Okay, ja, ich hoffe, Alter, warte. 3, 2, 1... Was ist denn hier los? Nee, was ist... Alles in die Rührschüssel. Wait. Finde ich. Ein Portal. Rick and Morty! Oh mein Gott. Damit steht es 4-3, oder? Ja. Das heißt, es geht alles um die letzte Runde, denn die gibt... Doppelte Punktzahl und geht auch doppelt so lang. Freunde, aber bevor wir zum Finale kommen... Und vertraut mir, Freunde, es wird noch spannend. ...möchte ich noch eine große Ankündigung machen. Du mit Marco Chaco und ich werden nämlich vom 15.03. bis zum 17.03. zur Gamescom LAN in Köln gehen. Und wir dann zusammen zocken. Das ist all in all eine riesige LAN-Party, wo man mit anderen großen Creatern in einer Riesenhalle zusammen zocken kann. Ihr könntet also bei uns mitzocken. Dafür müsstet ihr nur im Ticketshop den Code Mothership benutzen. Und eure Sitz Plätze wählen. Und das krasse ist, ihr könnt dort selber Essen bestellen oder Essen mitnehmen. Und ihr könnt sogar vor Ort schlafen. Ja, okay, eure Matten müsst ihr halt selber mitnehmen. Und ich glaube, Zelte wurden auch nicht erlaubt. Aber all in all eine richtig coole Sache. Jetzt geht's aber weiter mit dem Video. Die 10 Minuten starten in 3, 2, 3, 2, 1, go. Fünfte Stufe. Jetzt wird's haarig. Denn Gustav und ihr müsst jetzt nicht erraten, welcher Film das ist, sondern auch welcher Teil. Deswegen ist es auch das schwierigste Level. Mit dem Building war ich sehr zufrieden. Ich meine, ihr wisst ja alles, wer diese komische Person da ist, oder? Jetzt ist nur die Frage, welcher Teil ist das? Ob Gustav das erraten wird? Jetzt. Okay. Sag Bescheid, bevor du rübergehst, weil ich muss gleich noch was vorbereiten, weil es ist Live-Action bei mir. Oh, Live-Action. Okay, ich gehe. Ein bisschen. So, muss ich runterschauen? Wo soll ich hinschauen? In welche Richtung? Kannst jetzt rübergehen. Darf ich umdrehen? Ja. Yo! Was?
Das ist... Also, warte. Oh mein Gott. Glaube. Nein, warte, ich hab ein bisschen was verkackt. Ich hab ein bisschen was verkackt. Geh nochmal zurück. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Okay, so. Ein Klassiker der Filmgeschichte. Das sind die Zwillinge, nehme ich an. Und das ist der, ist Johnny. Hier ist Johnny. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie dachte ich erst, dass es Saw heißt, der Film. Ich habe den nie gesehen. Ich weiß nicht, ob du einen Film kennst, warte. Ich logge ein. The Shining. Und das ist richtig. Boom, Junge. Wie gut. Alter, ich habe den Film nie gesehen. Minecraft Easter Egg, das Pillager, ja, die Johnny heißen, alles angreifen um sich herum. Ja, ja, das habe ich auch mal gesehen. Ja, ja. Und hier wollte ich diese Szene nachstellen, wo halt der Johnny so mit der Axt gegen die Tür schlägt, ja, und die Frau dahinter so ist. Also, ja. Ich führe gerade. 5-4. Das heißt, ich muss das Ding jetzt richtig erraten. Du musst das Ding richtig erraten. Und du musst auch den richtigen... Oh mein Gott. Oh Gott, okay. Okay, okay, ich sag, am Anfang habe ich ein bisschen Probleme gehabt. Am Anfang dachte ich mir, was zur Hölle ist das? Dann habe ich ziemlich schnell gecheckt, okay, das ist ein Arzt, der mit Spinnweben schießt. Das ist Spider-Man. Ja. Das ist Spider-Man, aber du hast gesagt, welchen Teil? Hast du Spider-Man alles geschaut? Nein. Nein. Gar nichts. Gar nichts. Ich glaube gar nichts oder wenn, dann vielleicht mit 5 oder so. Du hast hier ist nicht. Hier ist halt, ich weiß, dass es einen Sandmann gibt. Scheiße. Ich weiß, es gibt einen Sandmann und ich würde sagen, der Arzt ist der Sandmann. Ja, das ist der Sandmann, aber okay, krass, wenn du nicht weißt, dann, ja, wenn du es nie gesehen hast. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der Film heißt. Spider-Man gegen Sandmann? Ja, wie der heißt. Ich sage, das ist Spider-Man Teil 2. Es ist Teil 3. Es ist Teil 3! Alter, du Armer. Oh Gott. Aber der Sandmann, der ist berühmt. Verflickt. Das heißt, ich habe gewonnen. Aufholjagd des Todes, sage ich euch. Wirklich starkes Ding, starkes Ding. Nee, da habe ich wirklich die Filme nie geschaut. Deswegen war es schwierig. Mann, Mann, Mann. Freunde, falls euch das gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall Like und Abo da. Jo. Und falls ihr nochmal sowas sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns. Tschüss.